Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play-Projekt Tokyo Dark. Eigentlich sollte das schon gestern kommen. Das Problem war, ich habe circa eine Stunde Tokyo Dark aufgenommen und wollte es am Ende schneiden und es hat sich herausgestellt, ich habe nur Ton aufgenommen und die ersten 30 Sekunden des Spiels. Das war nicht so gut, deswegen habe ich es schon im Spielstand. Ich werde aber einen neuen Spielstand erklären und einen neuen Spielstand erklären. Ich werde einen neuen Spielstand erstellen und den alten überschreiben. Und ich wollte euch erstmal erklären, wieso ich jetzt Tokyo Dark spiele. Ich habe vor circa einem Jahr beim guten Gronkh Tokyo Dark in der Beta was oder Close Alpha irgendwie oder Close Beta, ich weiß nicht genau, gesehen. Das war da glaube ich der Prolog, den man spielen konnte. Den habe ich jetzt auch hier nochmal schon gesehen. Und ich fand das Spiel verdammt cool, weil es ist so ein Mix aus westliches Point-and-Click-Adventure trifft auf japanische Visual Novel in richtig cool mit Horror-Elementen mit drin. Und das wollen wir uns doch mal ganz gerne ansehen. Also ich sagen, fangen wir ein neues Game an und ich hoffe sehr, dass er dieses Mal alles aufnimmt. New Game. Ja, ich bin sehr sicher. Wieder die Wahl Englisch-Japanisch. Also, ich lerne schon in meiner Freizeit, versuche ich zumindest ein bisschen Japanisch zu lernen, in dem Punkt, dass ich zumindest versuche, die japanischen Schriftzeichen irgendwann lesen zu können. Aber, ja gut, wir nehmen mal Englisch. So, hier ist nochmal ein kurzer Hinweis, wir müssen auf unsere Aktion achten, jede Entscheidung wird die Welt um uns herum verändern und wie die Story sich entwickelt und die Autosprecherfunktion macht jede unserer Entscheidungen final. Das heißt, wir können nicht einfach einen Spielstand laden und ja, wenn wir dann sicher sind, sollen wir dann weiter drücken und ich glaube, das machen wir erstmal. Hat sich vielleicht wieder lauter gestellt. Okay, das ist nervig. Ich hatte das Spiel schon mal leiser gestellt, aber durch den neuen, die Änderung sozusagen, also das neue Spiel, hat das schon mal den Sound wieder erhöht. Ich hoffe, der ist so okay. So. Nehmen wir mal so. Ich glaube, der ist laut genug. So. Weiter geht's. So, wir sind ja in der U-Bahn, das sieht ziemlich creepy aus, das Face hier. Wir können es uns hier mal ansehen. Wenn ich meine Augen schließe, ist sie immer da. Lächelnd. Immer lächelnd. Oh. Das war ein bisschen creepy. Ja gut. Was ist denn das hier? Oh. Was ist das? Oh, wir sehen ein vertrautes Gesicht. Okay, wir sammeln das mal auf. Tanaka. Was macht deine Marke an so einem Ort? Also das hier ist unser Kollege, Detective Tanaka Kazuki. Und wir sind Detective Aito. Aito Ayami, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Wo bist du? Oh. Oh, das ist ja mit Blut getränkt. Das ist nicht gut. Soll das ein Ausrufezeichen sein? Egal, wir schauen mal. Au, Superintendent Yukimura. Ito, wo bist du? Ich habe versucht zu erreichen, vor über 20 Minuten. Oder für, ich glaube, das heißt, du hast über das Telefon gehört. Ja, Saki hat es mir erzählt. Ich bin auf meinem Weg nach Shinjuku. Ich konnte nicht auf die Uniform warten und eine andere Chance verpassen.
haben das GPS-Signal bis zu einer kleinen Seitengasse verfolgt im Ostteil der Stadt. Du bist der einzige Detective, dem ich vertraue, der in der Nähe davon ist. Das heißt, ich würde ein Idiot sein, nicht ein Team hinterher zu schicken. Glücklich für uns, scheint es so, als hätte sich das Signal in den letzten 40 Minuten nicht bewegt. Was ist deine ETA? Ist das irgendwas mit ETA, irgendwas mit Arrival Time? Ich bin nicht ganz sicher. Ich sollte ungefähr 10 Minuten da sein. Wie lange braucht das Team? An der aktuellen Rate braucht das Team um die 20, liegt das Team ungefähr 20 Minuten hinter dir. Ido, wir haben keine Idee, in was du hineingerätst. So, also, sei bitte nicht Helden. Heroisch, also bitte heldenhaft. Finde das Telefon. Finde heraus, discover what you can got about it, cuts here and then reports it back to the SJ. Finde heraus, wie es dorthin gekommen ist und sei dann report back zum Hauptquartier. Verstanden? Yes, Sir. Ich weiß, das ist besonders tough. Ich weiß, das ist extrem stressig für dich. Er ist dein Partner und ich verstehe, dass du ihn zurückbringen willst. Also, du bist der Mann. Ich verstehe, dass du diejenige sein willst, die deinen Partner nach Hause bringt. Aber gut. Bist du okay? Eine Sekunde. Geht's dir wieder gut zurück auf dem Feld? Ich weiß, es ist eine Weile her nach dem, naja, Unfall. Also, du kannst mich nicht dafür blamen. Also, wow, denglisch. Du kannst mich nicht dafür beschuldigen, dass ich ein bisschen, ja, ein bisschen vorsichtig bin. Erinnere ich daran, ein Auge auf deine Spin-Attribute zu haben, von Zeit zu Zeit. Okay, das ist das Tutorial, press Escape für die Spin-Attribute. Ich nehme ein großes Risiko auf mich und ich vertraue dir damit, Ito. Wir können keinen gleichen Vorfall wie in Kamakura haben. Mir geht's gut, Sir. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich werde sofort einen Report senden, sobald ich das Telefon finde. Zwischen den Palmen gesprochen. Ich weiß nicht, was Pleasant Trees heißt, aber ich glaube, es ist sowas wie hinter vorgehaltener Hand. Hinter vorgehaltener Hand, ich sage es einfach so, ja. Es ist traurig, dass Yukimura mir immer noch nicht trustet. Der Tag, an dem Tanaka verschwunden ist, ruinierten die Uniformierten komplett die Kriminalszene. Es gibt keinen Weg, dass das nochmal passieren lasse. Haltet durch, Tanaka. Ich werde bald da sein. So, wir spielen Detective Aito, die ihren Partner Tanaka sucht.